Oldtimer-Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Lord George Classic Talk. Na, wie sieht's aus? Habt ihr auch eure PS-Schmuckstücke in der Garage stehen und hochpoliert? Oder sind es sogar richtige Perlen? Naja, warum sage ich das? Denn mein heutiger Gast hat tatsächlich ganz, ganz viele PS-Perlen. Ihr kennt sicherlich alle das Forum, was mit ganz viel Leidenschaft die Oldtimer-Community zusammenhält. Und heute möchte ich erfahren, wie ist es denn zu dieser Community gekommen? Was ist die Idee dahinter? Und begrüße daher einen der Köpfe hinter PS-Perlen. Norbert Drogies ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, lieber Norbert. Danke, liebe Sabrina. Schön, dich zu sehen. Erzähl doch mal, was hat dich dazu euch dazu inspiriert, ein Oldtimer-Forum dieser besonderen Art zu gründen und zu betreiben? Ja, es gibt den einen Grund, den ganz, ganz großen, der auch bei dir, wie du eben schon sagtest, zu einer großen Veränderung geführt hat. Das war wirklich Corona. Das war Lockdown. Das war neues Denken. Oder auch die ganz einfache Frage, will ich jetzt sauer sein, dass ich meinem Beruf nicht mehr nachgehen kann? Oder will ich Spaß haben mit den Dingen, die ich schon immer machen wollte? Und glücklicherweise war das ungefähr dasselbe, weil ich hatte eine Werbeagentur früher. Wir hatten einen großen Kunden aus der Automobilindustrie namens Karmann. Der hat es 100 Jahre lang und ein bisschen mehr geschafft. Der hat für alle großen Marken die Cabrios gebaut und wir haben für Karmann alles gemacht, nicht nur Firmenpräsentationen, sondern auch die Messen in Genf und in Frankfurt und ja auch die 100-Jahr-Feier und dazu eine Ausstellung, ein Buch über 100 Jahre Automobil. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht, aber es gäbe noch mehr zu erzählen, wie wir daran gekommen sind. Und das haben wir dann eben zum Hobby gemacht. Na, also wir haben dann nicht mehr gesagt, das muss jetzt Geld kosten, wir müssen jetzt erstmal präsentieren und erstmal sagen, was das kostet, sondern nein, es gibt einen Menschen, der hat ein Auto und es gibt einen anderen, der hat eine Kamera. Das war dann ich. Und so ganz einfach und ganz klein haben wir das herausgeholt, was du im Grunde auch schon gesagt hast, Herzblut. Es geht um Enthusiasmus, es geht um Begeisterung, es geht um die Erinnerungen an die Zeiten, wo man zum ersten Mal diese Autos gesehen hat. Es geht aber genauso gut um die Community, dass man miteinander was tut, jetzt, wo es wieder geht. Und da gibt es unglaublich viel Spaß und unglaublich viel zu tun, denn das geht ja weiter bei uns. Da gibt es einmal das virtuelle Museum, da kommen wir bestimmt noch drauf, wie das so geht, wie man da reinkommt, warum da so viele drin sind. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Medienereignis. Also wir hatten eine Werbeagentur und darum ist es eigentlich logisch. Und meine Kinder haben mir dabei geholfen, jung zu bleiben. Also was ist Instagram, was ist Facebook? Wie kann man miteinander kommunizieren, statt nur auszusenden? Und so haben wir jetzt ein ganz großes Paket an Kanälen, bei denen wir eben nicht nur unsere Sachen zeigen, sondern auch Sachen und Anregungen von anderen gerne aufnehmen. Und das hat uns so einen Blitzstart gebracht. Da haben wir gar nicht mit gerechnet. Es war ja einfach nur ein Hobby. Schauen wir mal, was daraus wird. Das ist meist letztes das Beste, Jahr. Ja. Ja, genau. Und ja, unser letztes seine Jahr Leidenschaft war, zur Berufung zu machen oder das auszuleben, ist natürlich das Beste. Und ja, du sagst es schon, ihr habt da eine wirklich sehr aktive und engagierte Community. Also was mit einem Auto beginnt, das sind jetzt weit über 100, wie soll ich das sagen, Profile, Darstellungen, Geschichtchen, amüsant, interessant, manchmal, also ich habe lange noch nicht alles mir angeschaut in eurem digitalen großen Album, aber da sind ja wirklich auch außerordentliche historische Schätzchen dabei. Du hast es eben schon gesagt, lass uns mal darauf kommen, wie gelingt es euch denn, diese Community so zusammenzuhalten oder wie würde ich reinkommen, wenn ich der Meinung bin, ich möchte meine Geschichte zu meinem Auto erzählen und möchte die gerne dort präsentiert wissen? Ja, dafür gibt es ja Kanäle, die auch jetzt immer normaler werden für jeden, einfach zu antworten auf Facebook oder auf Instagram oder in einem Chat oder auch noch einfacher, wir haben eine Website, die heißt so wie unser Projekt, www.ps-perlen.de und gleich in der Einleitung steht kontakt@ps-perlen.de. Da kann man uns schreiben, Fotos schicken, wir melden uns und wenn wir am Anfang logischerweise, als das Konzept gerade entwickelt wurde, überlegt haben, wie können wir den Leuten klar machen, was wir eigentlich vorhaben und dass es keinem schadet, sondern nur Spaß macht, heute brauchen wir das nicht mehr. Wir haben eine Warteliste von rund 40 Autos, rund 40 Menschen, die ihre Autos präsentieren möchten.
Und die wird aber nicht der Reihe nach abgearbeitet, sondern da hat das Wetter die größte Rolle. Und dann, in welcher Region sind wir gerade? Da kommen so ein paar Sachen zusammen. Aber irgendwann ist jeder mal dran und mancher auch mehrfach. Es geht um Okay. Herzblut, um Enthusiasmus und alles andere entwickelt sich. Ja, also ich verstehe richtig. Also für die Community da draußen, wie immer, werde ich hierunter alles verlinken: die Kontaktdaten, die sämtlichen Social Media Kanäle, den YouTube-Kanal, wo ihr dann sehr gerne, falls ihr die PS-Perle noch nicht kennt, einfach mal reinschaut. Und ich verstehe richtig. Grundsätzlich ist jeder eingeladen, mit seinem historischen Fahrzeug sich dort vorzustellen. Es gibt also keine Hürden. Ich bewerbe mich einfach beziehungsweise schreibe euch und ja, ihr arbeitet das einfach nach und nach ab. Wenn ich eine tolle Story, ein tolles Auto habe, kann ich mich sicherlich auch in den PS-Perlen irgendwann wiederfinden. Richtig? Ja, das ist so. Trotzdem, wir haben noch Wünsche. Zum einen, dass wir mehr selbstbewusste Frauen bekommen, so wie dich zum Beispiel. Wir haben ein paar, die sind auch super gut, aber es gibt viele, die sich ein bisschen zurückhalten, weil sie die Angst haben, sie werden da als Weib vermarktet. Das passiert bei uns aber nicht, ne? Da geht es um das Zusammenwirken, mein Fahrzeug, meine Ideen, meine Vergangenheit, meine Erinnerung. Und da fände ich es toll, wenn mehr Frauen dabei wären, weil es einfach zu wenig sind für den Durchschnitt. Was aber daran liegen kann, und da komme ich mal zur Entstehung unseres Projektes. Kaum hatten wir den Namen entwickelt und eingetragen, da meldete sich ein Medienkonzern bei uns namens Sat1 Kabel 1 Gruppe, weil die hatten drei Filme fertig, die hießen PS-Perlen. Und wenn man googelt, kann man da jetzt noch landen. Da geht es aber dann auch viel ums Dekolleté und andere Dinge, die auch okay sind, die aber nichts mit unseren Perlen zu tun haben, weil unsere Perlen, da geht es um die Wertigkeit. Und die sind männlich, weiblich und sonst was, dann kommt es überhaupt nicht drauf an. Es geht Ja. nochmal um Herzblut. Und das Okay. ist so, um das nochmal zu beenden, bei jedem Video, das ich ja alleine mit den Leuten drehe, ich frage eine einzige Frage am Anfang und ich mache es alleine, das sind keine Assistenten, die irgendwas verkrampfen könnten. Wer bist du und warum dieses Auto? Das ist die einzige Frage. Und du kannst sicher sein, spätestens ganz ohne Manuskript, im dritten Satz kommt das Wort Liebe drin vor. Ja, Weil einfach diese dann das Leidenschaft, Herzblut ja. aufkommt. Ja, die Leidenschaft. Beim einen ist das der Motor, beim anderen bei mir zum Beispiel das Design des Autos, wo kommt das her? Und beim dritten die Erinnerung. Wie alt war ich damals, als der neu war? Und so gibt es viele Anknüpfungspunkte. Und seitdem ich 100 Autos drin habe, habe ich 100 neue Freunde. Ganz toll, ganz toll. Ja, dann hoffe ich, dass wir demnächst auch weitaus mehr Frauen reinbekommen. Ich werde da mal meine Vodi-Mädels ansprechen, der Ja, Women Drivers danke. Club, denn da sind Ja. auch ganz tolle Frauen mit ganz, ganz tollen Autos drin. Also die werde ich hier heute auch noch mal kurz verlinken. Eine großartige Geschichte. Ich bin ja begeistert und kann allen da draußen nur sagen: Schaut mal rein. Es sind wirklich ganz tolle, interessante Geschichten und natürlich ganz interessante Fahrzeuge dabei. Und wenn du dich mit deinem Fahrzeug da sehen willst, ja, dann schreib doch einfach an Norbert und dann bin ich gespannt. Schreib mir auch, wenn du dich beworben hast, wann wir dieses Fahrzeug online sehen. Ja, wunderbar. Gerne. Norbert, ja, vielen Dank soweit. Du kennst dich in der Oldtimer-Szene nun unheimlich gut aus. Was würdest du jemanden, der in diese Szene eintaucht, der mit dem Gedanken spielt, sich ja ein Auto zuzulegen, als Ratschlag oder Tipp mit auf den Weg geben? Ja, das ist wirklich eine gute, weil schwierige Frage. Es hängt sehr vom Autotyp, vom Autoalter ab und davon, wen man so kennt. Denn nur ganz alleine kann man das nicht. Man muss eine Werkstatt kennen, die sich mit Oldtimern auskennt. Man muss sich beraten lassen können. Und da ist es schon immer besser, mehr als eine Meinung zu fragen, als eine Person zu fragen. Weil man kann daneben liegen. Man kann aber auch ganz viel Glück haben. Aber auch da würde ich sagen, das Herz entscheiden. Das Herz sollte entscheiden. Na, Richtig, wenn ich einen ja. Bulli sehe und der ist runtergerockt, aber er gefällt mir halt, dann werde ich auch die finanziellen Mittel oder die eigene Kreativität haben, den wieder nach vorne zu bringen. Also nicht einfach, aber auch da, und auch das habe ich selber gelernt, ist Gruppe wichtig. Hinfahren, mit den Leuten reden, nochmal mit anderen Leuten reden und dann wird das schon. Sehr gut. Ja, ein ganz hilfreicher Tipp. Also hört auf euer Herz, das sehe ich auch so. Ja, Gerade für die ja. einen ist das Design entscheidend, für die anderen ist
die Leistung, also die PS-Stärke entscheidend. Die wollen vielleicht ein altes amerikanisches Muscle Car und ja, da ist es ganz, ganz unterschiedlich. Und wie du schon sagst, am Ende des Tages ist es viel wert, wenn man sich in Communities ein paar Meinungen einholt oder einfach auch mal schaut, ob das Auto, womit man selber liebäugelt, vielleicht bei den PS-Perlen schon vertreten ist und sich da einfach mal das Video anschaut und hört, was hat der Besitzer denn mit seinem Auto für Erfahrungen gemacht. Ja, es ist auch so bei uns. Wir haben natürlich viele Autos, viele Marken und über die Website kannst du die aufrufen nach Marken oder auch nach Jahrzehnten. Wir haben aber von manchen Autos auch mehrere und das sehr gern. Also wir haben einen BMW Z1 zweimal. Ich hätte ihn gern auch drei oder viermal, weil es sind ganz andere Fahrer, die aus ganz anderen Gründen dieses Auto so lieben. Und dann sind nicht nur die Farben unterschiedlich, sondern auch die Geschichten. Und das hält uns ungemein zusammen. Sehr schön, toll. Ja, was soll ich sagen? Wir sind heute schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einblicke in die PS-Perlenwelt, die du uns gegeben hast. Und ja, nochmal, ich verlinke alles darunter und freue mich, wenn auch Teile unserer Community demnächst dort vertreten sind. Vielen Dank, lieber Norbert, für deine Zeit. Eine Sache möchte ich noch ein wenig Eigenwerbung machen. Wir sind, und das ist eben, was Herzblut so bewegt, wir sind reingekommen durch Zufall in eine japanische Ausschreibung, einen Filmpreis, und den haben wir dann gewonnen mit einem Samba-Bus. Ich habe seit 2 Wochen auch die Urkunde der Japaner hier. Man kann sie kurz mal sehen, denke ich, ne? Ja. Wir haben uns gar nicht beworben, wir wollten keinen Preis gewinnen, die haben uns angeschrieben. Und dann haben wir jetzt Wow. den Preis gewonnen. Es gab eine vierköpfige Jury. Es gab viele tolle Beiträge, wir haben die Nominierten gesehen, nun haben wir gewonnen. Das macht nichts, aber das ist eben entstanden, weil wir es nicht drauf angelegt haben, sondern weil da so viel Herzblut hinter steckt. So, und wir haben durch eine vierköpfige Jury mit dem Samba-Bus gewonnen und jetzt wollen wir all unsere VW-Bullis T1, das sind 12 Stück bei uns, ins Netz stellen als eine Gruppe und alle Fans der Welt können gemeinsam voten. Und dazu wollte ich nochmal einladen. Aber sehr gerne. Also auch das werden wir hier drunter verlinken. Chapeau, großartig. Ja, toll, dass es dich gibt, dass ihr halt so eine tolle Community aufbaut. Die wächst und wächst ja immer mehr. Das ist einfach unglaublich. Ja. Also nochmals vielen Dank und ja, mir bleibt wie immer nur zu sagen, für euch da draußen, bis zum nächsten Mal und stay classy.